Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von HBL WebTV. Heute geht es um den Megatrend Mobilität. Verkehrsentwicklung ist ein grosses Thema in der ganzen Welt, wie auch in der Schweiz. Da mischt eine kleine Firma aus Eglisville, die Rollstar, vorne mit. Sie zuliefern für Tunnelbohrmaschinen, zum Beispiel für den Gotthardtunnel und jetzt auch für den neuen Brennertunnel, der gebaut wird. Wieso dass der Brennertunnel ein Prestigeprojekt ist für die Firma, das wollen wir jetzt gerade wissen von der Rollstar AG. Wir sind jetzt hier in der Produktionshalle der Rollstar, wo auch Teile für den neuen Brenner-Basistunnel produziert werden. Bei uns steht jetzt Ueli Ziegler. Herr Ziegler, Sie sind Chef der Rollstar. Was bedeutet für Sie so ein Auftrag wie der Brenner? Der Brenner-Auftrag ist für uns, wie für unseren Kunden, ist ein enorm wichtiges Prestige-Projekt. Und zwar wird der Tunnel noch etwas länger als der Gotthardtunnel. Für uns ist es sehr wichtig, es bringt Aufträge für unsere Produktion, für die Auslastung unserer Produktion zum einen. Und zum anderen ist es ein sehr anspruchsvolles Projekt. Wir müssen neue Komponenten entwickeln, produzieren, testen und dann ausliefern. Und das Ganze in einem Zeitraum von 12 Wochen. Sie produzieren Teile für den Hauptantrieb. Wie muss man sich so einen Hauptantrieb vorstellen? Der Hauptantrieb bei einer Tunnelbohrmaschine ist der Bohrkopf. Und der wird angetrieben von 1 bis 20, 30 Getriebe und solche Getriebe stellt die Firma Rollstar her. Dabei werden Leistungen übertragen von 6 Megawatt und noch grösser. Schon beim Gotthard-Basistunnel, aber auch beim Eurotunnel zwischen England und Frankreich haben Sie Teile geliefert. Wie sind Sie zum Zulieferer der internationalen Tunnelbaubranche geworden? Rollstar ist in den 60er Jahren gegründet worden und seit der Gründung stellen wir anspruchsvolle Getriebe herstellen. Im Jahr 1975 hat unser grösster Kunde, der Martin Herrenknecht, eine Ingenieurfirma entwickelt oder aufgebaut und produziert Tunnelbohrmaschinen. Und wir haben ihn auf diesem Weg, auf dem anspruchsvollen Weg, dürfen begleiten bis heute. Bei der Rollstar AG steht ein Generationenwechsel an. Wir haben jetzt gerade gehört, Tunnelbau und Mobilität sind wichtige Themen heutzutage. Ob das auch in Zukunft noch ein wichtiger Megatrend ist, das werden wir jetzt hören von Lukas Ziegler. Er ist der zukünftige CEO dieser Firma. Wir sind jetzt auch im Empfangsbereich der Rollstar AG. Bei uns steht Lukas Ziegler, der zukünftige CEO der Firma. Herr Ziegler, wir haben gehört, Mobilität, ein Megatrend. Gilt das auch für die Zukunft oder sind die Tunnel langsam gebaut? Durch die Urbanisierung der Städte und vom vielen Verkehr, den es in Zukunft auch wird geben, ist das sehr wohl ein Thema in Zukunft. Und da sind wir weltweit mit Projekten unterwegs. Und da ist auch die Zukunft kein Ende absehbar. Das sind sowohl Bahntunnelprojekte oder auch Strassentunnelprojekte, wie auch Abwassertunnel, die da weltweit benötigt werden. Ein zweiter Megatrend, das sind die erneuerbaren Energien. Auch dort arbeiten Sie mit, bei den Windparks. Was ist genau der Beitrag von der Rollstar dazu? Da sind wir tätig im Bereich der Bügemaschinen. Bügemaschinen machen Blechumformungen und als Blechumformung dienen dann auch, oder macht man auch die Türme, wo nachher die Windparkanlagen draufstehen. Und auch hier in Zukunft wird das nach wie vor noch ein grosser Bereich sein, der hier kommt. Sie profitieren als Firma also gerade von 2 Megatrends. Ist das Zufall oder planen Sie das so? Das ist überhaupt kein Zufall. Da sind wir sehr wohl am draufschauen. Das ist auch eine Strategie von uns. Wir sind ein Nischenplayer. Wir tun uns sehr breit abstützen. Das ist einerseits im Bereich der Tunnelbohrmaschinenantrieb, Bügemaschinen, wie wir es bereits besprochen haben, aber auch im Bahnsektor, Gleisbaumaschinen, in der Stahlindustrie und auch in der Umwelttechnologie. Dort sind wir sehr stark unterwegs und werden es auch in Zukunft sein. Megatrends sind also wichtig für die Wirtschaft und Schweizer Unternehmen, die da dranbleiben müssen. Das war es von einer weiteren Ausgabe von HBL WebTV. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.